Hallo und herzlich willkommen zurück in The Disaster Wars, in einer neuen Folge Zelda Breath of the Wild. Hallo Terry, was geht ab? Wir sind hier schon auf Akira gesattelt und werden jetzt in Richtung Kakariko reiten. Hoffentlich hat Akira heute genauso viel Bock wie wir. Und ja, in der letzten Folge haben wir bereits unsere erste echte Subquest gelöst. Das war ziemlich cool. Und jetzt geht es hier eben erstmals nach Kakariko. Ich kann mir jetzt natürlich noch Mühe machen und versuchen, noch mehr von den besseren Pferde zu fangen, aber... Das hat irgendwie nicht so funktioniert das letzte Mal. Wir hatten ja ziemlich geiles im Auge. Ein einfarbiges schwarzes. Aber das wollte irgendwie nicht. Und ich hatte echt das Gefühl, man braucht dafür irgendwie mehr Ausdauer oder so, um da irgendwas machen zu können. Und deswegen, ja, lassen wir es jetzt einfach. Da ist schon wieder diese Wächtermusik. Das gefällt mir nicht. Ah, da. Was ist das hier schon wieder? What the fuck? Akira, was machst du da? Ist doch alles okay. Ist doch alles okay, mein Guter. Ob man die kleinen Vögel hier auch schießen kann? Und will ich das überhaupt? Naja, wir reiten jetzt einfach weiter den Weg entlang. Und schauen uns, wohin der Weg uns führt. Übrigens ziemlich cool. Das wusste ich jetzt schon, weil ich halt schon mal so Probe geritten bin. Wenn man jetzt, selbst wenn man nichts tut, das Pferd bleibt auf dem Weg vor einem. Es sei denn, man hat ein störrisches Pferd, dann nicht. Aber man braucht halt eigentlich gar nicht selber zu lenken. Das macht er eigentlich von selber. Was zur Hölle ist das? Mach mal langsamer, Kira. Das Ding da ist komisch. Bleib bitte auf dem Weg, ja? Danke. Was ist das? Das ist ein Krog? Yo, Krog, was geht ab? Das ist aber ein sehr großer Krog. Ja, ich sehe dich. Ich scheint sich zu freuen. Oh, ja, wahrscheinlich, weil ich das letzte Mal auch schon weil ich gesehen hat, oder? Hallo, Maronus. Okay. Lieblingsrasseln. Oh nein. Das ist aber doof. Okay, das ist nicht so weit von hier. Aha. Und seine Kräfte helfen mir bestimmt auch. Vielleicht kann der mir erzählen, wofür diese Samen eigentlich gut sind. Aber, what the fuck, Rasseln? Die einzig waren Rasseln. Okay, machen wir. Keine Sorge, Maronus. Wer bist du? Ach, jetzt ist wieder dieser Bugri. Okay, der interessiert mich nicht. Okay. Falls alle Stricke reißen, haben wir da so ein geiles Feuerschwert. Damit geht das schon. Vielleicht kann man uns ein bisschen ansneaken. Oh shit, das sind blaue. Das sind sehr viele blaue. Ich habe aber eine Idee. Ich habe noch ein bisschen was gekocht. Und da haben wir unter anderem diesen Abwehr-Pilzspieß gemacht. Und das ist ein Level 2er, weil ich zwei von diesen... ich glaube, ich habe sogar drei Rüstlinge benutzt. Und ja, der gibt mir halt deutlich mehr Defense. Und die werden wir jetzt einfach essen. Für extra geile Defense. Und damit werden wir die jetzt kaputt machen. Ah, da hat er mich schon gesehen. Autsch. Nimm das. Boom. Geh sterben, Kumpel. Oh, man merkt aber schon, dass die Waffe hier nicht so geil dafür ist. Hau ab! Nimm den! Ich dachte mir, die Waffe ist sowieso nicht, die hat sowieso keinen Wert, also. Yes! Okay, die Abwehr hat's vollgebracht. So gut wie gar keinen Schaden bekommen, das war geil. So richtig gut. Aber ich glaube, jetzt muss ich mir doch mal so eine Behelfswaffe hier schnappen.
Denn ich habe jetzt so gut wie nichts mehr. Bockschild. Ja. Ich habe halt echt nicht viel Platz hier. Aber wenigstens sind die ganzen Utensilien jetzt so an, so nach links gerutscht. Das ist ganz gut. Das heißt, ich kann maximal nur 4 Waffen mit mir rumschleppen. Das ist nicht gut. Ich hoffe langsam wirklich, dass man das erweitern kann. Sonst habe ich ein echtes Problem. Das müssen die Rasseln sein. Gib mir die Rasseln. Maronus Rasseln. Maronus liebt seine Rasseln über alles. Schon im Alter von 2 Jahren schüttet er sie begeistert hin und her. Und hepp. Ach, ich liebe das. Es ist so stylisch. Ah, ist nicht ganz so schnell wie früher, oder? Naja. Denn in Ocarina of Time war es ja tatsächlich so, dass sogar rückwärts laufen das allerschnellste war. Und Sidesteps waren das zweitschnellste. Das heißt, wenn man nicht gerade auf Epona unterwegs war. Das sind deine Rasseln, ja. Nein. Die behalten wir. Ich mag die. Die Rasseln schön. Ja, was ist damit? Oh. Dafür sind die Krogsamen. Okay, you got me there. Aha. Alter, Krogs sind voll die Arschlöcher. Oh ja, hab ich. Bitte. Ich brauche größere Taschen. Erstmal die Waffentasche. Jetzt geht's los. Der krasse Hero. It's magic. Oh yeah. Das mag ich. Ernsthaft, du sagst, du sprichst mit? Alter, das ist ja ein Typ, ey. Yay. Ja. Dann gehen wir mal noch auf die Schildtasche. Da habe ich nämlich auch nicht viel Platz. Wie viel Samen kostet das? Auch nur einen? Boom. Oh, diesmal ist es anders. Oh yeah. Aber er sagt was anderes, ne? Da kommt zwar dam da 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 da, aber er sagt dam da da da. Oder nee, dam 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 da dam da. Dam da dam da. Du singst das falsche Song, Maronus. Ja. Oh, ich darf nur zweimal die... Maronus, ich hab noch mehr Samen. Guck mal. Großvater, okay. Ja, Walter Cox. Okay. Als ob ich wüsste, wo der ist. Aber vielleicht gibt er mir einen Tipp oder so. Ja, wo ist der? Wo ist der Wald? Nördlich von hier, okay. Dem Hylia-Fluss nach Norden folgen, okay. Also muss es stimmen. Ja. Who the fuck are you? Ja. Ich zwar auch nicht, aber das macht Link ja nie. Der ist so unhöflich. Der Musiker um H. Er ist irgendwie geistig jünger, als er aussieht. Sehr viel jünger. Okay. Also irgendwas wird er mir darüber noch nicht erzählen. Aber vielleicht beim nächsten Treffen. Das war auf jeden Fall mal nett. Wir haben endlich mal unsere Taschen etwas erweitern können. Das ist sehr geil. Danke, Maronus. Man sieht sich. Nimm mir meine Samen ab und gib mir dafür noch mehr Taschen. Okay, na dann weiter nach Kakariko. Ich darf jetzt auch gerne mal etwas schneller galoppieren.
Was ist das nicht herrlich hier? Kannst du eigentlich auch so zu Pferd kämpfen? Ja. Das ist gut. Hallo Ziege. Was ist das? Halt, warte. Ah, ist ja gut. Ich will gucken, was das da ist. Das ist verdächtig. Nein, du sollst hoch. Ich schätze mal, das muss hier rein, oder? Okay, Magnetmodul. Magnetmodul. Nein, was machst du denn? Nein, es ist runtergefallen. Okay, dann machen wir das extra vorsichtig. Tada, da haben wir schon den nächsten Croc. Hallo. Die haben sich nicht die Mühe gemacht, 900 Crocs Namen zu geben. Irgendwie verständlich. Kann ich nachvollziehen. Okay, jetzt nehmen wir uns hier noch... Alter, wie der Wind hier durchpfeift, ey. Krass. Okay, Akira, los geht's. Und was mehr Schmack ist, bitte. Nur wenn man so schnell unterwegs muss, dann höllisch aufpassen, wenn man nicht irgendwo dran vorbeirennt. Oh, zum Beispiel an einem Schrein. Das ist wahrscheinlich oben in den Bergen, oder? Oh, da, Ach, Buri ist es wieder. Buri, du wärst fast überrannt worden, will ich dir nur so gesagt haben. Oha. Wir sind fast da. Und anscheinend haben die einen Schrein im Dorf oder so. Kakariko, da sind wir. Was ist das für eine Gestalt? Keine Ahnung, aber mir tut irgendwas weh. Oh, schön. Cool, so mitten in den Bergen. Okay, Chica, ihr habt Stil. Ihr habt echt Stil. Find ich cool. Hallo, Nana. Aua. Tja, kann man nicht ungeschehen machen. Gekauft im Ikea. Von Nintendo, es ist eine Switch. Ja. Es gibt nicht mehr viele aus der Welt. Ach so, Leute, es will. Okay. Ich verzeihe dir. Ich habe einfach etwas geschlossen, was gar nicht stimmt. Ja, wo ist die denn? Wo ist Impa? Sag mir, wo Impa ist. In dem fettesten Haus in der ganzen Stadt. Das war irgendwie klar. Federfall. Federfall? Wieso heißt der Federfall? Das ist Wasser, keine Feder. Sonst noch irgendwas? Kann ich dir irgendwie helfen mit deinem Fuß oder so? She doesn't care. Es ist dir scheißegal. Ich habe Medizin und so, will ich nur mal so sagen. Na gut. Wenn sie keine Hilfe will, dann kriegt sie auch keine. Ich weiß nicht, ob hier ein Stall ist oder so. Ich nehme Akira mal mit. Ja, Akira, du darfst auch mit ins Dorf. Könnte auch hier runter, okay. Vorsicht, Nana. Wir wollen ja nicht da am Eingang stehen lassen, ne? Das ist ja unhöflich. Oh, da scheint es eine Art Rüstungshändler zu sein. Dieses Icon da auf der Minikarte ist jedenfalls sehr verdächtig. Dann eben Kleider ist fast das gleiche. Okay, ich würde sagen, du wartest erstmal hier, ja? Ist das cool, Akira? Ist das cool? Hallo Brokkoli. Mich nenne ich nur Brokkoli, das ist dir klar, oder? Aha. Ich kann nicht sagen, das Einzige, was ich schön finde, sind die Rubine, die ich nachher dafür kassiere. Alter, du geldgeile Sau. Aber ich weiß nicht. Cool, Äpfel.
Ich mag Äpfel. Ja. Kado, den Namen habe ich aber, meine ich, auch schon mal gehört. Weil schon, das in Zelda war. Hallo. Ja, das ist praktisch wie so ein Multipass für jedes Event ever. Für alles. Zug fahren, auf Gamescom gehen, geht alles. Kein Problem. Wie, sie hat euch informiert? Sie weiß, dass ich komme. Das ist sehr suspekt. Was ist das für ein geiler Baum? Guck mal. Oh, wie schön. Ein junger Kirschbaum, nehme ich an. Hier muss immer noch irgendwo ein Schrein sein, aber der ist wohl eher da drüben oder so. Ne, hier wird schwächer, okay. Der ist bestimmt irgendwo auf den Bergen. Hühner! Aber was für geile bunte Hühner es hier gibt, ey. Die haben sich richtig gemacht seit Ocarina of Time und so. Seit allem, was war. Zwei Früchtchen, okay. Okay. Ja, jeder mag Abenteurer, ne? Solange sie keinen Pfeil ins Knie bekommen. Ja, ein Schickerstein. Ja, ich bin mega wichtig. Ja, bin ich. Du Himbeere. Was haben die hier alle für Namen? Himbeere, Brokkoli. Okay. Bin ich da noch irgendwas vorbeigelaufen erstmal? Hier oben ist noch ein Haus. Sind das die Kürbisse? Moment, Moment, Moment. Nabis-Kürbisse direkt vom Erzeuger. Verkauf 7 bis 17 Uhr. Dann nehme ich mal an, der ist scheiße sauer, wenn ich den einfach klaue. Ein schöner Kürbis. Wenn du ihn einfach mitnimmst, gehst du in Schwierigkeiten. Komm wieder, wenn der Besitzer da ist. Ja, genau das habe ich mir gedacht. Wir wollen ja nicht, dass es endet wie in Link's Awakening. Link's Awakening? Ja, doch. Dass man da irgendwas klaut und den Rest des Spiels nur noch als Dieb bezeichnet wird und von allem gejagt wird. Das war da wirklich so. Ja, es reicht kein mit Schickerstein. Ich weiß nicht mehr, was das ist. Aha, okay. Dann sind das definitiv meine Erzfeinde. Ein Rüstungskürbis. Oh, Kürbisse sind für Rüstung, das ist geil. Stahlharter Kürbis, der aus den Feldern Hyrules Adelgang gebaut wird. Wird den Gerichten beigegeben, stellt er die Haut des Essers und steigert so beträchtlich dessen Abwehr. Okay, cool. Ah ja, okay. Das ist der Typ, der die Kürbisse angebaut hat. Und wer bist du? Okay. Ich weiß erstens nicht, was wir Gassen ist. Und zweitens, was hat das Ganze mit Karotten zu tun? Erbüsselig, okay. Du meinst, er ist eine Pussy. Das habe ich verstanden. Ob man Hühnern auch irgendwie Eier entlocken kann? Würde mich ja mal interessieren. Was ist das hier? Keine Ahnung, aber ich darf nicht dran. Ich darf in das Haus, okay. Ach, wie süß. Aber keine Ahnung, wie das ist. Okay, selbst schließende Türen. Sehr fortschrittlich, sehr fortschrittlich. Weitentwickelte Technik hier. Wer rennt da durch die Gegend? Hallo? Die sind Schleichschnecken. Macht er hier Workout oder was? Ah, Karotten. Diese Karotten sehen zum Anbeißen aus. Wer immer sie anbaut, scheint sie liebevoll zu hegen und zu pflegen. Und ich darf sie nicht klauen. Das ist aber schade. Oh. Wir sollten vielleicht doch über die Brücke gehen. Da unten glitzert irgendwas. Was ist das? Lol, ein Apfel. Warum ist hier ein Apfel? Ist das zufälligerweise eine Anspielung an irgend so ein japanisches Märchen oder so? Weil irgendwie sieht mir das sehr zufällig aus. Komme ich irgendwie ungelegen? Jo. Komm ich ungelegen? Das ist okay. Nein.
Okay. Sorry, dass ich geweckt habe. Ich dachte, du hast vielleicht irgendwas Cooles oder so. Was rennst du hier durch die Gegend? Oh, okay. Und du wohnst hier? Nein. Da kommt der nächste angerannt. Alter, was ist hier für eine Hektik im Dorf? Ach, Nabis ist das. Oh, okay. Geheime Kunst. Okay, jetzt wird's interessant. Oh, lol. Ein Meister Schwertkunst. Da oben ist er also. Müssen nur irgendwie einen Weg da hoch finden. Hochklettern sieht mir etwas mühselig aus. Naja, erkunden wir erstmal das Dorf weiter. Dann können wir uns immer noch um den Schrein kümmern. Vielleicht sollte ich warten, bis es wieder Tag ist, bevor ich ja dieses ganze Dorf aufwecke. Ich schätze mal, nachts kann ich auch nicht in den Laden, oder? Scheinbar doch. Zwei Früchtchen. Ninja-Anzug. Cool. Solange es cool aussieht und mehr einsteckt als das, was ich gerade trage, ist mir das sogar egal. Ach ja, die Hylia-Hose. Aber die habe ich schon. Das Hylia-Gewand. Aha. Und das ist die Hylia-Kapuze. Sonnenbrand. Okay. Ist genauso gut wie meins, aber meins hat dann noch einen geilen Effekt dazu. Ninja-Hose. Antiker Technologie hergestellte Stoff. Dieser Hose ermöglicht den Shiki geräuschlose Fortbewegung, ohne auch nur das leiseste Rascheln. Dann gibt es noch den passenden Anzug. Geheimaufträge. Verursacht auch bei schneller Bewegung nicht das geringste Geräusch. Und dann gibt es noch die Ninja-Maske. Sieht wie eine normale Stoffmaske aus und drückt aber mit Shika-Technologie das Rascheln der Kleidung. Ideal für Geheimmissionen. Das Dumme ist, dass all die Dinger scheiße teuer sind. Ich brauche definitiv mehr Rubine. Ich meine, früher oder später werden wir alle Rüstungen haben, weil anscheinend kann man ja alle Rüstungen immer mit sich rumschleppen. Deswegen. Nur verstehe ich deshalb nicht, warum man sich manche Dinge nochmal kaufen kann. Muss ich die dann irgendwo für teuer weiterverkaufen oder was? Was ist das hier? Kletis Gerüchteküche, Ausgabe 1. Hallo, hier ist eure Kletis, Königin von Klatsch und Tratsch. Na toll. Haltet ihr auch alle eure Ohren offen für die neuesten Neuigkeiten? Hier ist, was ich heute für euch herausgefunden habe. Der Liebesteich. Ein legendärer Ort, an dem man angeblich den Partner fürs Leben finden kann. Ob ihr es glaubt. Es lohnt sich, ihn zu suchen, auch wenn es lebensgefährlich ist. Kletis Empfehlungspunkte, 5 Sterne. Okay, keine Ahnung, wo der ist. Klarko. Okay. Who the fuck is Klarko? Klarico. Ach, oh, okay. Ja. Vielleicht kann ich noch mal ein bisschen was verkaufen. Ich versuche die Dinger immer so auf 25 zu halten. Ich denke, das ist jederzeit genug, um Sachen zu brauen und so weiter. Du hast in deiner Sammlung keine Bockblinhörner. Das ist traurig. Jetzt weiß ich nicht, ob ich großartig von anderen Zeug auch noch was verkaufen soll. Bei den Ärzten bin ich mir halt immer noch nicht sicher, ob ich die nicht für noch für irgendetwas brauchen kann. Die Schleichglöckchen verkaufe ich mal, weil ich habe momentan so viele Tränke und Zeug und so, da brauche ich das nicht. Da sorge ich lieber für ein bisschen Übersicht und... Okay, das Ding bleibt trotzdem da. Oder jetzt beim Öffnen anzeigen, dass da jetzt. Dass ich das verkauft habe. Hier ist noch ein Blutflügler. Viel verdiene ich dadurch nicht, aber eine andere Möglichkeit an Rubine zu kommen. Also, da gibt es nicht viele Alternativen. Ich habe übrigens auch mal versucht, das Schleimgelee mit so einem Erz zu kreuzen. Was dabei rausgekommen ist, ist das hier.
Also nein, das Gelee hat noch irgendeinen anderen Zweck. Ich könnte natürlich auch was von dem Essen verkaufen, aber warum sollte ich? Obwohl das halt natürlich deutlich mehr wert ist als das andere Zeug. Sollte ich den Rest erstmal behalten? Ich glaube, die Eicheln werde ich mal los. Ich habe ja schließlich Äpfel und ganz, ganz viel Essen, was ich da stattdessen benutzen kann. Und die Sputlinge haue ich auch mal weg. Zwar alles nur Kleinkram, aber naja. Naja, toll. Ich weiß nicht. Okay, das reicht erstmal. Okay, cool. Also so eine Panzerung, da hätte ich mir schon gerne gekauft. Die ist zwar nicht viel besser als das, was ich habe, aber erstens, es ist besser. Zweitens kann ich dadurch auch noch besser schleichen. Und ich finde, das ist der Trade wert. Wenn ich bessere Kleidung finde, die halt deutlich mehr Verteidigung hat, dann sollte ich die natürlich nutzen. Aber so für den Start ist das eigentlich gar nicht so verkehrt. Naja. Jedenfalls sind wir damit jetzt wieder am Ende der Episode. Soll das diese Liebesteich sein? Ich habe keine Ahnung. Wir werden es in der nächsten Episode herausfinden. Hier bei Breath of the Wild in der Disaster Area. Ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal.